herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Mage. Wir joinen direkt auf den Server und gucken uns mal an, was wir in dieser Folge alles Feines gemacht kriegen. Ich möchte eine Kleinigkeit ausprobieren, beziehungsweise gucken, ob wir eventuell damit arbeiten können. Und zwar muss ich dafür mal die ganzen Kisten in der Stadt durchsuchen. Aber es könnte auf jeden Fall hilfreich werden. Invisibility, das ist nichts Interessantes. Ansonsten bei uns ist ja ziemlich aufgeräumt. Da dürfte weiter nichts Interessantes sein. Dann gehen wir mal kurz schlafen. Kurz schlafen. Und dann können wir mal gucken, ob vielleicht irgendwer irgendeinen... Achso, das müsste ich vielleicht noch hier einmal angucken. Ist es... Nee, die Kiste. Protection... Unbreaking, Projector Protection, Lifesteal, Protection, Projector Protection. Okay, das ist nichts Interessantes. Wir schauen mal einmal, ob jemand in der Stadt ein Item hat, wo Soulbound drauf ist, was wir vielleicht schnorren könnten, um noch mehr Soulbound-Items damit herstellen zu können. Das wäre ganz, ganz fantastisch. Da ist nur Protection drauf. Projectile Protection. Ja, oh mein Gott. Onkel Poppy. Du kriegst eine neue Schaufel von mir. Du kriegst den Rest des Lebens, kriegst du Schaufeln von mir. Du hast einen Schaufel-Discount bei mir. Ich mach dir auch eine Eisenschaufel wieder fast kaputt und ich kann nicht mehr rennen. Ich mach dir eine Eisenschaufel fast kaputt und dann mache ich dir da Soulbound drauf. Ich ersetze dir genau diese Schaufel. Aber wir werden in dieser Folge, müssen wir gucken, ob wir das levelmäßig hinkriegen. Wahrscheinlich wird Soulbound sehr viele Level verbrauchen. Aber, das wird es auf jeden Fall wert sein. Ich hoffe nur, dass wir es, hier ist Essen, dass wir es in dieser Folge hinbekommen. Wir müssen zuallererst mal den Peter besuchen gehen. Wir können Soul hier rausnehmen. Wir müssen dann mal beim Peter das hier einsetzen und vielleicht ein paar Bücher. Kommt, nehmen wir das. Und gehen wir mal rüber zum Peter. Bin ich überhaupt alleine? Ich bin alleine. Perfekt. Wir gehen rüber, denn der Peter hat ein paar Maschinchen, die ich gerne benutzen würde. Da müssen wir jetzt nicht nur mit, nicht noch irgendwie mit anfangen. Mit anfangen Evilcraft zu machen. Ich hoffe, er hat nicht vorproduziert, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er bis heute vorproduziert hat. Das glaube ich einfach nicht. Das hier vielleicht mal da rein und dann hier mal ein Buch rein. Leckt das einfach? Ich weiß es nicht. Ich tue mir hier gerade einfach ein paar Items rein, solange hier dieses Buch mit Blut übergossen wird. Und wenn das soweit ist, sollten wir einen Block bekommen. Vielen Dank dafür. Dann müsste dieses Item hier rein und das Block obendrauf, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann haben wir das Item und ein Buch. Mit Soulbound. Leute, ich werde wahnsinnig. Das reicht. Dann können wir wieder nach Hause. Statt rot.
Achso, wir hätten natürlich auch jetzt in unser eigenes. Oh, ist aber laut, ne? Wir hätten natürlich auch in unser eigenes Haus gehen können. Können wir vielleicht noch machen. Next. Oh. So. Jetzt sind wir zu Hause. Jetzt müssen wir ein paar Items bauen. Und zwar brauchen wir von Bibliocraft. At Bibliocraft brauchen wir folgende Maschinchen, nämlich das Ding ist, ich habe vergessen, wie die heißen. Wir brauchen den Typesetting Table. Dafür brauchen wir das. Wir brauchen also Wood Slabs. Haben wir nicht mehr so viele, aber ein paar Wood Slabs. Wir haben Wood Slabs. Wir brauchen noch Wood. Wir brauchen Eisen da hinten. Ein bisschen mehr Eisen. Wir müssen auch, das wäre der zweite Plan für heute gewesen, die unendliche Farm wieder aufzustellen. Aber ehrlich gesagt finde ich das hier gerade spannender. Wir brauchen das hier. Und nicht das Thermonomicon da drin. Und dann brauchen wir Redstone und noch mehr Holz. Redstone und Holz haben wir im Inventar. Können wir gerade das hier reinlegen. Zack, zack, zack. Ich weiß gar nicht, warum ich das im Inventar hatte. Dann bauen wir diese wunderbare Maschine. Stellen die mal hier an die Seite. Zack. Dann brauche ich nochmal diesen. Wie? Ich hoffe, der gute Klim möchte keinen Stress machen. Habe ich gerade nämlich keine Zeit dafür. Und es wäre ein schlechter Moment. Und wo wir gerade dabei sind, schlechter Moment, wir legen das Soulbound-Buch weg. So, wir müssen das da reinlegen. Und wir müssen jetzt, was müssen wir noch machen? Das Soulbound-Buch da rein. Wir bauen uns erstmal ein Monokel. Damit können wir nämlich sehen, wie viele Level uns der ganze Spaß kosten soll. 1, 2, 3, 4. Gucken mal, ob wir uns das vielleicht leisten können. Vielleicht ist das ja schlecht gebalanced. Das wäre natürlich wunderbar. So. Einmal auf der Karte gucken. Klim ist nicht hier. Das heißt, wir können das Buch einmal rausnehmen. Und hier reinlegen. So. 40 Level. Es wird 40 Level brauchen. Ah, das ist ärgerlich. 40 Level. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die in dieser Folge hier bekommen können. Aber wir werden alles dran setzen, um es zu versuchen. Wir machen vielleicht mal gerade so. Das Ganze hier weg. Das Eisen hier rein. Das ist gebautes. Da hatten wir auch die Bücher drin. Den Stock da rein vielleicht. Die Schaufel, die könnten wir natürlich Onkel Poppy wieder geben, aber ja, der hat ja einen lebenslangen Discount an Schaufeln sich bei uns erwirtschaftet. Zack, zack. Bookback. Mal einmal reingucken, wenn da jetzt Soulbound drin war. Scroll of Transport klingt auf jeden Fall interessant. Wir gehen mal einmal her. Vielleicht legen wir einfach mal gerade den ganzen Rucksack hier rein. Und dann machen wir mal so. Und hier oben war irgendwo ein Baumcraft. Ne? Dann packen wir das mal da rein. Und hier waren irgendwo Pflanzen. Da können wir das reinpacken. Zack und zack. Dann haben wir hier Essen. Dann nehmen wir vielleicht diese noch mit und gucken mal, irgendwo in der Stadt müsste noch diese Pressure Plate von Peter sein. Beziehungsweise wir hatten auch mal selbst so eine, die Monster spawnt. Und vielleicht hätten wir uns einen Helm dazu machen sollen, aber können wir gleich noch. Protection, Füße, Marble. Nein. Da ist die Platte. Vielleicht machen wir das folgendermaßen.
So. Nehmen das mit und craften uns noch eben einen Helm und machen diese Mobs vielleicht irgendwo in einer Grube, wo sie nicht weg können. So, machen uns quasi eine Art Mob-Farm damit. Was wollte ich noch machen? Ich wollte einen Helm craften. Was nimmt man da am besten für einen Helm? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube einfach Eisen. Vier. Okay, müssen wir vielleicht noch ein bisschen Eisen schmelzen. Wir haben ja Eisen hier als Erz drin gehabt. Ich brauche nur 5, deswegen machen wir es mal gerade so. Charcoal vielleicht hier rein und dann nochmal ein bisschen Holz durchbrennen. Canopy. Ja, da hätte ich doch lieber vielleicht irgendwas anderes auch gebraucht. Great Wood. Wir haben echt keine Hölzer, die ich jetzt gerade gerne dafür verschwenden würde, Charcoal zu machen. Wir machen einen Helm. Zack. Und hätten vielleicht das reparieren sollen oder so. Ich weiß es gerade gar nicht. Machen erstmal das hier. Schlafen eine Runde. Dann gehen wir in unseren schicken Keller. Und haben wir den Excavator dabei? Ja, in der Tasche. Okay, vielleicht gehen wir hier ein Stück weiter rüber. Einfach weil ich da hinten diese Lava-Farm habe und dann kriegen wir Ärger mit dem, was uns eventuell entgegenkommt, wenn wir ausheben. Deswegen machen wir das so. So, wir buddeln hier mal eine kleine Grube aus. So und so. Hat eine Mitte die Grube. Perfekt. Dann kann ich hier diese Slabs wieder hinsetzen. Zack, zack. Dann kann ich hier die Druckplatte hinsetzen und eventuell hier dann einen Punkt, wo ich die Mobs schlachten kann. So, und dann nehmen wir uns vielleicht noch gerade einen Wassereimer oder zwei und überzeugen die Mobs doch, uns da unten Gesellschaft zu leisten. Einmal haben wir hier. 1, 2, zack, zack. Infinite Water Source hatte ich hier irgendwo. Ist gerade nicht mehr am Start. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich sie hingebaut hatte. Achso, hatten wir ja bei den Pflanzen hinten. Aber weil die nicht mehr im Haus sind. Hallo? Ich würde gerne das Wasser, danke. So. Also, wir könnten mal gerade gucken. Ich glaube nämlich, die andere Maschine braucht extrem viel Eisen. Das ist natürlich schlecht jetzt, wenn unsere Eisenfarm gerade nicht läuft. Drei Blocks und noch zwei Ingots. Dementsprechend müssen wir mal zusehen, dass wir das Eisen hier geschmolzen kriegen. Zum Glück haben wir einiges, aber das muss dann in die Schmelze. Geht nicht anders. Das müssen wir aber jetzt noch schnell machen. Schmelze, was ist da? Ardite braucht kein Schwein. Vielleicht nehmen wir einen Ingot Cast, wir gießen das Ardite einfach mal mit ab, dann ist er halt weg.
Wir können da gar nicht mehr reintun. Okay. Was haben wir hier? Nickel, Bronze. Brauchen wir alles nicht. Wir müssen die Offhand frei haben. Zack. Und Redstone. Und dann... Ja, es funktioniert schon. Perfekt. Dann gehen wir wieder rüber und machen unsere kleine Art Farm. Ich hoffe, das funktioniert überhaupt so, wie ich mir das vorstelle. Wäre auf jeden Fall sehr gut. Und ich hoffe, wir schaffen es innerhalb dieser Folge noch die Level zusammenzukriegen, auch wenn ich das fast bezweifle. Wir schauen einfach mal. Also ein paar Mobs kommen schon von alleine. Perfekt. Das hätte man auch mit Abstand ein wenig geschickter anstellen können. So. Und so. Dann muss ich einmal nach oben. So. Und das irgendwie blockieren. Müssen wir vielleicht irgendwie ein Chisel und Bits Gedöns machen. Ein Bits rauschiseln irgendwo. Nehmen wir dafür mal ein Dia ausnahmsweise mal zur Hand. Dann diese. Dann stellen wir hier mal gerade einen Sandstein hin. Lassen wir auch da erstmal stehen, um eben zu sehen, dass wir da den Bit rausgeschisselt haben. Könnten wir auch vernichten. Hier wollen wir gar nicht hin. Leere Hand brauche ich, ne? Jo. Wir wollen hier hin. Machen das mal dahin. So kommen wir näher dran. Und wenn wir jetzt die Pressure Plate hier oben drauf tun und da was drauf werfen. Und da was drauf werfen. Wäre ganz geil, wenn wir da was drauf werfen könnten. Aber wirkt gerade nicht so, als ob das ginge. Das ist natürlich ärgerlich. Versuchen es nochmal mit dem Eimer. Ansonsten müssen wir was anderes probieren. Ich würde da echt gerne lieber was drauf werfen, als das selber auszulösen. Aber das bringt's nicht. Oder muss ich einfach mehr drauf werfen? Nein. Okay, wir müssen wahrscheinlich das Ding selber auslösen. Mal gucken. So. Das wäre natürlich sehr elegant, wenn die jetzt noch alle hier rüber kämen. Ja, ich habe schon mal bessere Mobfarmen gesehen. Ich habe auch schon mal bessere Mobfarmen gebaut. So. Aber nichts ist perfekt beim ersten Mal. Zack. Und nehmen wir hier mal noch so ein paar Bits daraus. Chiseled Bit. So. Machen wir den dahin. Und den dahin. Ist eigentlich egal, wo die sitzen. Dann noch einen hier hin. Oh, der sitzt falsch. Sind auch noch zwei. Einfach da. Gut. So, und dann müssen wir wieder hoch und das auslösen. Es ist gerade ziemlich nervig, die Prozedur, aber... Okay, wir haben jetzt 9 Level. Das ist ziemlich
ziemlich zehrend, das noch hinzubekommen. Aber möglich. Aber möglich. Ja, das war klar. Okay, das wird knapp, das wird knapp. Das wird knapp, dass wir das noch hinbekommen. Wir haben keinen Mob da, der auf Entfernung Schaden macht. Okay. Das könnte gerade noch eben gut gehen. Da habe ich ein bisschen zu viel gewollt, aber ist gerade nochmal gut gegangen. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie uns auch nur annähernd in die Nähe von 40 Leveln bringt. Leider. Leider, leider. Oh. Das ist jetzt natürlich ein Mob, den ich dann nicht haben wollte. Geh einfach kaputt. Das ist ein bisschen nervig, diese ganzen Rare-Mobs, die dabei entstehen. Ich meine, wir sind auf einem guten Weg, aber 40 Level sind halt echt sehr viel. Warum pullt er mich denn immer? Damit hätte ich nicht gerechnet, dass ich das überlebe. Oh mein Gott. Wir können auch gerade ein bisschen mit der Playtime echt rumholzen. Denn ich habe noch 110 Minuten und 101 Minute. Und das wird die letzte Folge sein, die ich vorproduziere. Am Sonntag gab es keinen Stream. Ich war nicht da. Und dementsprechend ist das vollkommen okay. So. Ihr dürft gerne mal alle mir eure Level geben. So. Jetzt stehen wir bei 15. Ich habe das Gefühl, hier spawnt irgendwo was in der Wand. Ja, ausgerechnet die Hexe spawnt natürlich so, dass sie nicht unten reinfällt. Ich muss mal kurz eben Optionen Music and Sounds das Ganze noch leiser drehen. Da sind übrigens die zwei Pillen, die ich Flim wieder die ich im Spark wiedergeben kann. Das hatte ich ja noch versprochen. Werde ich natürlich auch tun. Ist gerade ein bisschen nervig, dass ich das alles nicht aufheben kann. Hätte ich eigentlich ganz gerne gemacht. Aber Inventar ist voll. So. Und wieder hier unten, Level, 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 gib mir Level. Mir fällt auch echt keine klügere Idee ein, wie ich jetzt hier schnell und sauber an Level komme. Abbauen und dann chiseln wir da oben noch mal was raus.
So. Noch ein Bit dahin. Wunderbar. Der darf hier in dem Block wohnen. Fire Protection, Projectile Protection. Ich ziehe die einfach mal an. Ja, warum auch nicht? Okay. Ich hab's verstanden. Ich hätte das nicht sagen sollen mit der Playtime. Ich hab's ja verstanden. Hier sind eine ganze Menge Mobs irgendwie im Gemüse gestorben. Okay, wo haben die jetzt meinen Gravestone hingesetzt? Wo steht mein Gravestone? Achso, hier drunter. Perfekt. Dann machen wir das mal gerade so. Irgendwie kann ich scheinbar nicht genug aufheben. Hauptsache Waystone bzw. Warpstone ist wieder da. Können wir gerade dann ein bisschen was ablegen, hauptsächlich in die Mob-Drop-Kiste, die war hier. Packen wir vielleicht alles mal da rein. So, wir machen eigentlich mal alles da rein. Und ein bisschen aufräumen können wir dann später. Das muss jetzt wirklich in der Vorproduktion nicht sein. Wir haben ja schon eisern immer alles sortiert die ganze Zeit über. Zack. Das Erz habe ich gesehen, kann da rein. Hose, ja, kann hier rein. Soll der Ordnung genug sein fürs Erste. So, ein bisschen Essen müssen wir aber mitnehmen. Ah, die Potatoes müssten wir erst backen. Äpfel können wir gerade nehmen. Eigentlich ganz praktisch, dass mein Gravestone dann hier oben spawnt. Wir haben keinen Hunger. Aber wir haben 38 Level, das heißt, wir können das schaffen. Wir haben 38 Level, das wird mir erst jetzt klar. Das heißt, die Folge wird, ja, zwar XXL, aber jetzt nicht unverschämt lang. Und wir können das machen. Und das Ding ist, wir brauchen diese 40 Level nur einmal. Wir brauchen diese 40 Level nur einmal. Wenn ich mich mit dieser Mod richtig beschäftigt habe. So. Hier beide hier. Ist mir ganz lieb, wenn die Hexen da oben in der Wand spawnen. Oh. Ist, ich kann gleichzeitig noch den Raptor ein bisschen leveln. Auch praktisch. So, fast 39. Ein bisschen essen. Äpfel bringen echt nicht mehr so viel, ne? Ich kann also. Früher haben Äpfel viel mehr gebracht. Wie oft hat der Raptor denn noch? 4. Da gehen wir vielleicht mal gerade zum Peter, weil ich glaube. Ja. Ich glaube, wir gehen mal einmal zum Peter, lassen ein bisschen reparieren. Wir haben ja Condensed Blood auch in die Truhe reingetan. Können beim Spark die Federn ablegen, die ich jetzt nicht dabei habe, natürlich. Die sollten wir schon noch mitnehmen. Das lohnt sich dann. Zack, dann machen wir gerade hier Next Home. Die Federn. Habe ich die mit hier reingeballert? Zack, zack, zwei Federn. Dann brauche ich ihm nicht mal Bescheid sagen, denn für mich ist es hier noch am gleichen Tag. Ah, Warpstone isn't fully charged jetzt. Ich könnte natürlich mit dem Waystone in meinem Haus traveln, aber jetzt bin ich schon unterwegs. So, wir gehen zum Peter. Machen da ein bisschen, lassen den Rapier reparieren. Zack, zack.
Der Vampir kommt dann hier rein. Und in der Zeit kommen die Federn zum Spark. Dann können wir uns auf dem Rückweg noch ein paar Ananas mitnehmen. Die Federn waren hier irgendwo drin, ne? Hier. Was sind hier Federn? Da sind Federn. Genau, von den 6 habe ich mir 2 genommen. Jetzt sind sie wieder da. Ich habe noch nicht Bescheid gesagt, brauche ich also auch nicht. Federn sind zurück am Start, wo sie hingehören. Rapier ist unterwegs. So ein bisschen lasse ich jetzt noch. Durability hat aber auch ganz schön gelitten jetzt durch dieses Farming. Wir könnten uns mal gerade beim Peter hier unten hinstellen, weil ich weiß, da sind auch immer einige Level abzusnacken. Vielleicht reicht uns das auch schon. Level? Peter, hast du Level? Nein. Vielleicht hat er auch einfach die Mob-Farm gerade ausgeleuchtet. Irgendwas laggt? Es klingt auf jeden Fall nicht so, als ob hier viele Level gerade zu holen sind. Aber die Spinnen kommen und sterben. Gib mir Level. Ich guck mal, wie weit der Rapier ist. Für wen hat der Peter eigentlich ein zweites Bett hier? Das würde mich mal interessieren. Wir nehmen nochmal ein paar Level mit, sofern denn welche hier noch entstanden sind. Nein. Das geht dann wesentlich schneller, wenn wir es zu Hause machen. So, dann den Chiseled Gedöns hier wieder dahin. Zack, zack. Ich danke dir, Peter, fürs Reparieren. Ich danke dir, Spark, fürs Ausleihen der Feder. Können wir, ist er wieder gecharged? Nein. Oh, der Cooldown ist aber lange jetzt, ne? Wenn ich das richtig mitbekommen habe, der Cooldown hätte immer schon drauf sein sollen. Das ist nur jetzt erst irgendwie nach dem Update wieder hinzugefügt worden. Eigentlich hätte der immer schon da sein sollen. So, da wollten wir nicht hin. Wir müssen die Falle noch auslösen. Und eigentlich was essen. Komm schon. Gerade keine Zeit für was anderes. Wir stehen bei 33 Minuten. Go for it. Das Problem mit den XXL-Folgen ist, ich muss sie ja auch hochladen. Das ist das eigentliche Problem. So, 39 haben wir. Und sind auf einem wirklich sehr guten Weg. Es funktioniert auch immer besser. Vielleicht werde ich einfach geübter. So. Direkt nochmal eine Ladung. Komm, wo stehen wir? 39, ein Drittel. Weiter geht's. Ah, ja. Muss ich mich hier unten wieder mit den umschlagen. Die machen aber auch einiges an Schaden, ne? Das muss ja nun eigentlich nicht sein. Fletcher, hoch geht's. Und direkt die nächste Ladung. Einmal voll essen. Ich habe nämlich auf dem Rückweg vergessen, die Ananas mitzunehmen, was ich eigentlich machen wollte. Noch ein bisschen. So, 39,5. Es wird. Da müssen wir nur noch zusehen,
dass wir die Maschine gebaut kriegen. Klim ist now sleeping. Der Klim scheint also sehr freundlich gesinnt zu sein. Das gefällt mir gut. So. Wie sieht das aus hier? Habt ihr ein paar Level für mich? Level, 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 Level. Wir haben es gleich, Leute, wir haben es gleich. Und dann macht es auch wirklich Sinn, sich sowas wie eine Hexe-Pistole oder so zu bauen. Wenn wir nämlich diese mit Soulbound verzaubern können. Das könnte schon die letzte Kugel gewesen sein. Ah, nicht ganz. Es sei denn, die Hexe da in der Wand stirbt irgendwann mal. Moment, lass uns einfach mal diese Level nehmen und auf 40 Level. Ups. Das heilen wir mal gerade durch. Muss jetzt nicht noch sein, hier noch mehr zu sterben als notwendig. Wir sammeln das gleich ein. Okay, okay. Wo war mein Weg nach unten? Da. Diesmal macht der Spot auch irgendwie mehr Sinn. Rapier, Rapier ist am Start. Ja, aber klar. Dass die mich gerade noch treffen muss. Ich bin übrigens sehr, sehr froh, dass hier die Level erhalten bleiben, wenn man stirbt. Sonst hätten wir jetzt ein riesiges Problem. Wir nehmen das mal alles gleich nach und nach mit. Die Chest war nicht zufällig dabei, ne? Nee. So, wir haben unsere 40 Level beisammen, was mich sehr, sehr froh macht. Das ist hier der Spot. Ja, ja, geh weg. Das mal gerade alles da rein. Magic Powder, was auch immer. Wir sammeln den Rest von da unten ein, dann gehen wir ins Stadtzentrum, holen uns ein paar Ananas und dann würde ich schon sagen, müsste das ganze Eisen auch durch sein. Haben wir Platz für Ananas? Wir haben. Das Eisen müsste durch sein und wir können dann anfangen, die fehlende Maschine zu bauen. Und mit ein paar Büchern, die wir haben, und etwas Tinte, die wir auch haben, sollte dann alles good to go sein. Eisen. Wie viel ist da noch drin? Immer noch einiges. Können auch zwischendurch mal einen Block abgießen. Fangen wir mal einfach hier an, zack, zack, ein paar Blöcke zu craften. Eisen. %34, wir holen uns Ananas. Wenn ich mir so auf den wenn ich mal so auf den Folgentimer gucke, dann hätte man auch gut und gerne zwei Folgen draus machen können. Aber was soll's, dafür gibt es die Woche oder gab es letzte Woche keinen Stream. Dementsprechend ist das völlig okay, was Spielzeit, Ausbeute etc. angeht. Das ist ja also Nutrition schön und gut, ne? Aber es kommt einfach nichts an Ananas ran. Was ich glaube, die Weighted Pressure Plate brauchen wir sogar auch, ne? Ja. Dann Blaze Rod. Ich habe gesehen, dass Botania Blaze Rods machen kann. Vielleicht haben wir sogar welche hier. Das wäre es natürlich, wenn du uns das jetzt ausbremst. Blaze Rods. Nein, nein. Das haben wir auch nicht. Das haben wir auch nicht.
War das nicht irgendwo bei Botania dabei? Blaze Rod, Blood Infuser, Mob Drops, Materialization. Ah, müsste man das erst lernen in Botania? Das wäre natürlich schlecht. Komm schon, irgendwer doch. Heiko hat bestimmt Blaze Rods, er wird es uns verzeihen. Heiko, enttäusch uns nicht. Hast du Blaze Rods? Blaze, 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 Blaze. Ich glaube nicht. Mob Drops wäre ja einer. Den will ich nicht unbedingt wegnehmen. Aber ich weiß, dass es diese Wolken gibt, wo man auch immer Pets drauf suchen konnte und da spawnen immer Blazes. Eigentlich müssen wir nur ein bisschen hochfliegen. Hoffentlich. Versuchen wir das mal auf die Schnelle. So. Gucken wir mal, das ist eine Slime-Insel, da werden wir keinen Blaze drauf finden. Maximal ein paar Slimies. Noch mehr Slimies. Ach, das kann doch jetzt nicht daran scheitern, oder? Hatte der Spark Blaze Rods. Ist einfach mal sich komplett durchschnorren. Fliegen nochmal zurück. Denn möglicherweise hat das Park wirklich Blaze Rods. Stellen ihn hier mal. Er kann eigentlich auch hier in der Stadt auf uns warten. So lange brauchen wir nicht. Wir müssen nur Blaze Rods schnorren. Tschüss, Klim. Locker hat er doch irgendwo einen Blaze Rod. Blaze Rod, Blaze Rod. Ein Blaze Rod. Ich will halt nicht den einzigen nehmen. Warum hast du nicht 100 Blaze Rods, Spark? 100 wären gut. 100 wären echt sehr gut. Immer noch keiner. Wo ist mein Hippogreif? Er hat sich da hingelegt, okay. Dann vielleicht mal hier rüber und in die Kisten gucken. Das wäre echt zu gut. Dann vielleicht bei Peter. Könnte der sowas haben? Ein Blaze Rod wäre halt einfach echt. Kann ja jetzt nicht sein, dass es daran scheitert, ne? Aber ich glaube, wenn Peter eins hätte. Dann hätte Heiko das schon genommen. Nee, kann doch nicht sein. Nein, keiner hat einen Blaze Rod. Es hat nicht zufällig jemand hier in die Mitte einen reingelegt, ne? Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Blaze Rods. Wie macht man die denn mit Botania? Das war gar nicht so schwer. Das war echt gar nicht so schwer. Einfach nur irgendwie in diesen Mana Pool reinwerfen. Und dann gib ihm eine Ananas, war es nicht. Das war Mana Powder. Es war irgendwie eine Netherwarze oder so. Nether Ward.
Müsste doch auch möglich sein, dass jemand ein Nether Ward hat. Habe ich natürlich jetzt gerade nicht nachgeguckt. Das ist alles nicht das, was ich suche. Nether Ward. Rohstoffe. Tut mir echt leid, dass ich hier so ein bisschen geierhaft bei allen Leuten die Kisten durchwühle. Aber es wäre halt schon geil und ist ja auch so ein Ding für die Gemeinschaft, wenn wir das hinbekommen. Aber danach sieht es gerade echt nicht aus. Es soll, glaube ich, einfach nicht sein. Bevor die ganzen Mobs kommen, verschwinden wir beide jetzt auch wieder nach Hause. Oh, und das sieht überhaupt nicht gut aus, dieser Creeper da auf meinem Ofen. So, irgendwo müsste hier eine Fackel hin. Ich habe halt selber auch nichts, ne? Ah, es ist so ärgerlich. Fackel oder Glowstone geht halt auch. Zack. Blaze. Blaze, Blaze, Blaze. Nein, haben wir nicht. Die Kisten sind so gut sortiert, ich brauche gar nicht gucken. Dann versuchen wir es auf die Schnelle am Spawn. Beziehungsweise im Nether, ich glaube, der war hier hoch. Und dann hier rum. Und dann hier rein. Das wäre echt ganz geil, wenn jetzt hier irgendwo direkt in der Nähe ein Blaze wäre. Blaze, Blaze, Blaze. Nein, du bist ein Creeper. Mit euch will ich nun gar nichts am Hut haben. Warum ist denn hier so ein krasses Loch direkt am Spawn? Wahrscheinlich wegen genau diesen Creepern. So, haben wir irgendwo eine Festung? Irgendwo. Muss doch schon mal jemand eine Festung gefunden haben. Du bist auch ein netter Kollege, aber dich brauchen wir gerade nicht. Oh nein, 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 nein. Das ist doch echt nicht wahr. Ich glaube, ich habe zwei Schwerter mit Soulbound, sehr schön. Und ich habe einen Creeper, der in meinem Haus durch die Gegend läuft. Ja. Also wir müssen was gegen die Creeper machen. Wir müssen zusehen, dass wir unsere Sachen wieder bekommen. Und wir backen irgendwie rum. Sachen waren jetzt, glaube ich, glücklicherweise nicht so weit weg. Netherportal ist irgendwo hier oben. So, wo ist unsere Death Note? Das war echt nicht weit weg. Das war richtig dumm. Richtig dummer Fehler. Ich bin keine 3 Meter vom Portal weggegangen. So, wir haben alles wieder. Ist jetzt hier innerhalb der nächsten 2,5 Meter bitte irgendwo mal ein Blaze? Blaze, Blaze, Blaze. Weißt du, wenn man sie nicht braucht, dann sind sie überall. Und wenn man einen braucht, findet man keinen. Können wir hier safe runterspringen? Ja. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Natürlich spawnt ein Rare Mob. Alles klar, keine Frage. Unbreaking. Brauchen wir alles nicht. Ist da vorne eine Festung?
habe ich eine Festung gesehen. Was macht ihr? Ihr zündet mich an. Das war zu erwarten. Aber ich dachte, vielleicht droppt ihr Blaze. So, da hinten sind blaue Flammen. Das sieht alles echt verdächtig wenig nach Blazes aus. Ja. Ah, es ist halt so ärgerlich jetzt, ne? Die Folge ist schon so lang und dann aber nicht erfolgreich. Hätte ich mir das Ganze auch klemmen können. Einundfünfzig Minuten ist halt echt übel lang. Ihr könnt mal ganz woanders hingehen. Aber spawnen die nicht normalerweise auch nur in Festungen? Müsste dann hier nicht eine Festung sein, aber ich glaube, in so einem Modpack ist sowieso alles irgendwie anders. Hier war ich mit meinem Onkel Poppy. Ich glaube, er wollte in die Richtung für eine Festung. Da hinten ist eine. Ich sehe es. So, jetzt nur noch einen Blaze-Spawner finden. Das wäre sehr geil. Irgendwie muss ich da rein. Oh, das sind einfach nur diese Dinger. Einfach mal reinbauen vielleicht gerade. Das dauert mir zu lange. Ich will da hoch. So, hallo. Gibt es hier vielleicht Blazes, die ich haben kann? Sorry, Entschuldigung, sind hier Blazes? Mal hier lang. Nein. Kommt schon. Vielleicht ein bisschen was essen. Aber möglicherweise bleiben wir unter einer Stunde und kriegen Blazes und machen noch was Erfolgreiches in dieser Folge. Das wäre sehr, sehr gut. Hier ist echt nix. Na, komm schon. Hier, nein. Hier, nein. Dann hier vielleicht. Es muss doch möglich sein, dass es in dieser Festung irgendwo einen Blaze-Spawner gibt, oder? Möglicherweise. Okay, hier gibt es irgendwo einen Boss-Wither-Skeletten. Alles klar. Krassen Scheiß hat er gedroppt. Aber eigentlich hätte ich lieber einen Blaze-Spawner. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich glaube, in diese Richtung war ich einfach auch noch gar nicht. Achso, ein Skelett, das durch die Wände schießt. Alles klar, es macht mich langsam. Nein. Hier jetzt. Blaze-Spawner. Komm schon. Hier komme ich her, oder? Komme ich hierher? Das klingt gut. Das klingt sehr gut. Das sieht so aus, als hätte sich hier schon mal jemand umgeschlagen. Ja, ist klar. So.
was loswerden. Pineapple Seeds vielleicht. So. Dann machen wir jetzt noch Blaze, machen hier noch einen Punkt hin. Zack, zack, zack. Ach, bitte. Next. Oh. Ja. Okay, wir sind bei 55 Minuten. Alles cool. Wir sind zu Hause. Es ist kein Creeper da. Wir können also loslegen, indem wir, wie heißt diese Maschine? At Bibliocraft. Bibliocraft, wo ist sie? Diese. Was fehlt uns? Es fehlt nur Holz. Holzdings hier. Legen wir das mal gerade hier rein. So. Ja, wir können die Maschine bauen. Wie auch immer sie heißt. Okay, wir haben Auto-Jump an und das kann ich nicht leiden. Dann brauche ich... Moment. Enchanted Book Soulbound. Das ist okay. Dann, wie konnte ich das nochmal hier rüberbringen? Hallo? Hallo? War es nicht so? War das nicht so, dass ich das hier so rüberkriegte? Außerdem haben wir jetzt die ganzen Level aufgebraucht. Oh Mann. Wir haben die ganzen Level aufgebraucht. Und ihr habt es bestimmt schon in die Kommentare geschrieben. Oh Gott. Ja, hier muss noch irgendwas rein, glaube ich. Hier muss noch irgendwas rein. Und dann können wir hier mit Tinte das auffüllen. Aber das schaffen wir nicht mehr. Denn die Level sind weg. Tinte ist drin. Bücher hatten wir hier doch auch drin, ne? Genau, Bücher sind da. Da sind Bücher, irgendwie kommen die hier drauf. Fragt mich nicht, irgendwo muss man dieses Ding hier treffen. Das ist das Problem mit diesen Maschinen. So richtig gut funktionieren sie halt nicht. Man muss schon irgendwie da. Irgendwie genau wissen, wie man was macht. Monokel vielleicht aufsetzen. Requires 40 Levels. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Okay, dann müssen wir leider hier abbrechen. Und machen dann in der morgigen Folge wahrscheinlich das Soulbound Buch. So leid es mir tut, wir sind weit gekommen, aber das ist das Maximum, was wir jetzt irgendwie noch rausholen konnten. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und freue mich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet. Macht's gut und tschüss.